Gut, dann rufen wir auf den nächsten Punkt der Tagesordnung, Tagesordnungspunkt 48, Antrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, erfolgreiche Ansiedlung neuer Institutionen, Projekte für einen starken Finanzplatz Frankfurt, gemeinsam mit dem Tagesordnungspunkt 23, Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, EU an die Geldwäschebehörde am Finanzplatz Frankfurt ansiedeln, Drucksache 20/6050. Es beginnt der Kollege Michael Ruhl, CDU-Fraktion. Bitte sehr, Michael. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Finanzplatz Frankfurt ist mit über 66.000 Beschäftigten der Finanzplatz Deutschlands und wohl der wichtigste Finanzplatz Kontinentaleuropas und gehört zu den wichtigsten Finanzplätzen weltweit. In Frankfurt sind rund 250 Banken und Versicherungsunternehmen ansässig, und fast drei Viertel dieser Institute sind ausländische Institute. Nicht wenige davon leiten von Frankfurt ihr Europageschäft. Und im Zuge des Brexits sind weitere Europazentralen hinzugekommen. Und eine starke Wirtschaft braucht einen starken Finanzplatz. Und es liegt deshalb nicht nur im hessischen, sondern auch im nationalen Interesse der größten Volkswirtschaft Europas, den Finanzplatz in Frankfurt weiter zu stärken. Und so beherbergt Frankfurt einige nationale und internationale Behörden wie die Bundesbank und die EZB, die Wertpapieraufsicht der BaFin, die Europäische Versicherungsbehörde EIOPA, den Europäischen Systemrisikorat ESRB und die Einheitliche Bankenaufsicht SSM. Allein das zeigt die Bedeutung für das deutsche und europäische Finanzsystem. Und in das Portfolio als Aufsichtsstandort hätte sicherlich auch die Ansiedlung der EBA gepasst. Und ich bedauere es sehr, dass es uns als Deutschland nicht gelungen ist, die EBA nach Frankfurt zu holen. Das hätte sicherlich eine weitere Sogwirkung für vom Brexit betroffene Institute bedeutet. Das zeigt aber auch, dass wir uns trotz der Attraktivität des Finanzplatzes Frankfurt weiter in Konkurrenz zu anderen Finanzplätzen befinden, zu anderen Finanzplätzen in Europa, aber auch weltweit. Und deshalb müssen wir weiter für den Finanzplatz Frankfurt werben. Wenn alle staatlichen Ebenen zusammenwirken, dann haben wir damit auch Erfolg. Und nur so ist es uns gelungen, das International Sustainability Standard Board, ISSB, nach Frankfurt zu holen und damit das Profil des Finanzplatzes weiter zu schärfen, auch Standort für eine nachhaltige Finanzwirtschaft zu sein. Und nur so kann es uns gelingen, die EU-Anti-Geldwäschebehörde nach Frankfurt zu locken. Und wir unterstützen deshalb ausdrücklich die Aktivitäten und Bestrebungen der Landesregierung auf allen Ebenen, um diese Behörde nach Frankfurt zu holen, um auch hier den Aufsichtsstandort zu stärken. Dazu gehört aber auch, die europäische Regulierung im Auge zu behalten. Ich bedauere es sehr, dass Großbritannien sich für den Brexit entschieden hat. Es kann aber nicht sein, dass die EU-Regulierungsarbitrage, die London betreibt, um europäisches Geschäft zu halten und sich international besser aufzustellen, dadurch belohnt, dass weiterhin Sonderregeln für London gelten, die es ihnen ermöglichen, z. B. weiterhin das Clearing für das Europageschäft zu betreiben. Diese Regeln müssen jetzt endlich auslaufen. Der Finanzplatz Frankfurt hat mit der Deutschen Börse und deren Tochter Eurex Clearing die besten Voraussetzungen, dass ein Großteil des Geschäfts nach Frankfurt geholt werden kann. Und hierbei geht es tatsächlich um ein riesiges Geschäftsvolumen. Wenn wir über den Finanzplatz Frankfurt sprechen, dann müssen wir aber auch über die Attraktivität des Umfeldes sprechen. Und zu nennen ist hier vor allem der Frankfurter Flughafen. Es ist einer der größten internationalen Flughäfen, und trotzdem ist man innerhalb von 30 Minuten in der Frankfurter Innenstadt. Und da mal einen Vergleich. In meiner alten Tätigkeit musste ich öfter an den alten EBA-Standort in London. Und wenn ich über den internationalen Airport Heathrow geflogen bin, dann brauchte ich mit der Bahn länger von Heathrow in die Londoner City, als ich für den Flug von Frankfurt nach London gebraucht habe. Und also bin ich dann über City geflogen. Der ist zwar an die Innenstadt ähnlich gut angebunden wie der Frankfurter Flughafen, aber streng genommen ein Provinzflughafen für Kleinmaschinen. Nach Paris brauchte ich gar nicht fliegen. Da war die Zugverbindung Frankfurt-Paris besser als die Zugverbindung Paris-Charles de Gaulle. Und da bin ich schon bei der nächsten Stärke. Nicht nur der Flughafen hat mit einem ICE-Halt auch im internationalen Vergleich beste Anbindung zum Weiterreisen. Auch der Frankfurter Hauptbahnhof ist einer der verkehrsreichsten Bahnhöfe in Europa.
Und mit der Regionaltangente West wird die Verkehrsanbindung noch attraktiver. Neben der Infrastruktur braucht es auch weiche Faktoren. Mitarbeiter, die z.B. wegen des Brexit neu in die Region kommen, kommen in der Regel nicht nur zum Arbeiten, sondern bringen auch ihre Familien mit. Dazu braucht es kulturelle Angebote, aber auch Naherholungsgebiete wie Taunus, Spessart, Vogelsberg oder Odenwald, Rheingau oder Bergstraße. Frankfurt muss sich aber auch entscheiden. Wie tritt es gegenüber diesem Klientel denn auf? Ist Frankfurt die internationalste Stadt Deutschlands, Kern einer Metropolregion mit knapp 6 Millionen Einwohnern, und versteht es, das Potenzial der Region zu heben? Oder ist Frankfurt das im internationalen Vergleich kleine Provinzstädtchen mit unter 800.000 Einwohnern? International konkurrieren wir eben auch mit Städten wie London, New York, Hongkong, Singapur oder Tokio. Und dann stelle ich mir schon die Frage, wann findet Frankfurt zum Beispiel einen Standort für die Europaschule? Und ist es in Frankfurt eigentlich gewollt, wichtiger Finanzplatz zu sein? Ich mache mal ein Beispiel. Vor der Corona-Pandemie gab es eine Veranstaltungsreihe der FAZ mit dem Titel Frankfurt meets Berlin, um in Berlin, aber vom nationalen, aber auch internationalen Publikum für die Vorzüge und Belange des Finanzplatzes Frankfurt zu werben. Auf einer der Veranstaltungen 2019 war ich auch gewesen. Dort trug zunächst der Wirtschaftsförderer der Stadt Frankfurt alle Vorzüge und Aktivitäten der Stadt vor. Anschließend erläuterte der damalige Finanzminister Thomas Schäfer die Initiativen der Landesregierung auf Landes-, Bundes- und Europaebene. Anschließend mit zwei Bundestagsabgeordneten von FDP und Grünen auf dem Podium über nachhaltige Finanzwirtschaft zu diskutieren. Und da haben wir in Frankfurt ja mittlerweile auch wirklich einen Fund, mit dem wir buchern können. Und dann kam mit etwas Verspätung der Oberbürgermeister von Frankfurt, der seine Verspätung damit entschuldigte, dass er erst noch die Sängerin, die zwischenzeitlich dort gesungen hat, erst die Sängerin habe küssen müssen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich war gar nicht überrascht über den Spruch, den der Feldmeier im Flugzeug gelassen hat. Solche Sprüche hat er nämlich ständig vom Stapel gelassen. Feldmann. Ich glaube, den Namen muss man sich auch nicht mehr merken. Anschließend erklärte er vor dem nationalen und internationalen Publikum, dass ihm der Finanzplatz Frankfurt gar nicht wichtig sei, da die Chemieindustrie mehr Gewerbesteuer zahle. Erstens ist das schlicht falsch, denn ohne die Steuerkraft der Finanzindustrie wären viele der sozialen Wohltaten in Frankfurt nicht zu finanzieren. Und zweitens hat er vor dem nationalen und internationalen Fachpublikum mit einem einzigen Satz die Veranstaltung derart kaputt gemacht und dem Finanzplatz einen Bärendienst erwiesen. Und das ist eben nicht das notwendige internationale Format, das wir für Frankfurt brauchen, sondern provinzielles Gehabe. Die Landesregierung arbeitet ausdauernd daran, den Finanzplatz Frankfurt weiter zu stärken, z.B. über den Aufbau eines Finanzdatenclusters, z.B. über die Stärkung als Standort für Green und Sustainable Finance. Und wir arbeiten weiter daran, dass sich auch andere politische Ebenen diesem Beispiel folgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Reul. Nächste Rednerin ist Frau Kollegin Miriam Dalker, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ja, so lacht ihr. Im Moment, wenn ihr euch einig seid, ist mir das auch egal, aber so lacht ihr da. Marius, willst du zuerst? Also, komm. Ihr seid doch locker. Kollege Marius Weiß, ja, wenn ihr noch eine halbe Stunde rummacht, ist Mittagspause. Also. Kollege Marius Weiß hat das Wort. Nein, das ist so gute Laune. Das hat hier so gelegen. Im Übrigen legt der Präsident sowieso die Reihenfolge fest. Das ist ja klar. Und wenn ich gar keinen aufrufe, ist Feierabend. Deshalb, Kollege Weiß hat das Wort. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Miriam Dalke, vielen Dank, dass du mir jetzt hier den Vortritt gelassen hast. Lieber Kollege Ruhl, ich kann schon verstehen, dass die CDU-Fraktion in einem gewissen Dilemma war. Bei den Setzpunkten versucht man ja immer, einen eigenen Minister zu finden, bei dem es gerade etwas Lobenswertes gibt. Und als wäre das bei Ihrer Ministerriege nicht schon schwer genug, hatten Sie das zusätzliche Problem,
dass Sie das Thema für diesen Setzpunkt schon letzte Woche Dienstag festlegen mussten und da noch gar nicht wussten, welche CDU-Minister denn heute überhaupt noch im Amt sind. Und da kann ich schon die Schwierigkeiten nachempfinden, die Sie da hatten. Denn es hätte ja neben Frau Kühne-Hörmann auch noch, wie wir bei Herrn Rudolph auch gehört haben, noch ein paar andere Ministerinnen und Minister gegeben, die es eigentlich verdient gehabt hätten, ausgewechselt zu werden. Jetzt haben Sie sich für das Ressort von Herrn Boddenberg entschieden, denn Verfassungsbruch ist ja schließlich für die Hessische Union schon lange kein Rücktrittsgrund mehr. Aber man hat dann den obersten Verfassungshüter zum Aufpassen auf Herrn Boddenberg ins Kabinett geholt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, ist denn dieser Antrag ernsthaft das, womit Sie in eine neue Landesregierung starten wollen? Ist das ernsthaft dieser Antrag? Der neue Ministerpräsident hat hier eben etwas von Zukunft erzählt, von Schwung und von Dynamik. Und dann legen Sie hier einen Antrag vor, der ist rückwärtsgewandt, ideenlos und völlig ohne Ambitionen. In Ihrem ersten Punkt heben Sie die Wichtigkeit des Finanzplatzes Frankfurt für Land, Region und die ganze Welt hervor. Dabei gehört gerade hier zur Wahrheit doch dazu, dass Frankfurt gemäß der Auswertung des Global Financial Centers Index weltweit nur Platz 9 hat und nur auf Platz 9 rangiert. Das sind 7 Plätze hinter London und nur einen einzigen Platz vor Zürich. Und das, obwohl das deutsche Bruttoinlandsprodukt 1,4-mal so hoch ist wie das von Großbritannien und sogar 5-mal so hoch wie das der Schweiz. Wir glauben auch an den Finanzplatz Frankfurt, aber eine Erfolgsstory ist diese Platzierung leider noch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Übertreibung setzt sich auch im nächsten Punkt fort. Da wird gejubelt, dass die Region Frankfurt-Rhein-Main unter den Top 30 der dynamischsten Gründungsregionen für Fintechs aufgelistet ist. Hat der Wirtschaftsminister redet ja auch gern dazu. Da denkt man immer, wir wären absolute Weltspitze, wenn der über Fintechs redet. Jetzt sagt man hier, wir sind ein großer Erfolg. Wir sind unter den Top 30 der dynamischsten Gründungsregionen für Fintechs. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht gerade eine Auszeichnung. Immer vorausgesetzt natürlich, dass Ihre Erwartungen an den Finanzplatz nicht einfach sehr gering sind. Auch hier lohnt sich ein Blick ins entsprechende Ranking. London liegt auf Platz 3, Paris auf 9. Amsterdam auf 19, Stockholm auf 20, irgendwann später nach Mailand und nach Zürich taucht dann auch endlich einmal Frankfurt auf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir glauben auch an den Finanzplatz Frankfurt. Aber wenn man nur schön redet, was nicht schön ist, anstatt ein konkretes Handlungsziel vorzugeben, dann hilft das dem Finanzplatz kein Stück weiter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im dritten Punkt wird die Ansiedlung des ISSB gefeiert. Das hat die CDU schon in einer Aktuellen Stunde am 10. November letzten Jahres getan. Alter Hut, für die CDU egal. Schreibt man halt ein halbes Jahr später noch einmal den gleichen Text genauso in den Antrag rein. Wir sind uns einig, dass die Tatsache, dass die Ansiedlung des ISSB als Standardsetzer für die Nachhaltigkeitsberichterstattung eine gute Nachricht für Frankfurt ist. In diesem Zusammenhang sollten wir uns aber auch einig sein, dass die von dem ISSB gesetzten Nachhaltigkeitsstandards nicht unbedingt vom Standort abhängen. Und Herr Boddenberg, beim Thema ISSB, ich will Sie nicht enttäuschen, Sie wissen, was jetzt kommt. Natürlich muss auch hier das verdiente Lob an Olaf Scholz erfolgen, der als Finanzminister, als Bundesfinanzminister maßgeblich Anteil an der Entscheidung hatte, dass die ISSB nach Frankfurt kommt. Genau wie die ehemalige Bundeskanzlerin im Übrigen. Worin ich mich aber schon sehr gewundert habe, liebe Kolleginnen und Kollegen von Schwarz-Grün, ist der Punkt 3, die aberwitzige Formulierung des Aufbaus eines Ökosystems im Sustainable Finance. Gibt es in diesem Hohen Hause eigentlich noch Grüne, die unter Ökosystem noch saubere Luft und fruchtbare Böden verstehen, oder sind die schon ausgestorben hier in Hessen? Dass der Aufbau eines Büros jetzt ein Ökosystem sein soll, ist wohl eher ein Indiz dafür, dass diese Koalition jegliche Bodenhaftung verloren hat und sich teilweise in ihre eigene Realität zurückzieht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den vierten Punkt im Antrag, die EU-Anti-Geldwäschebehörde, hat die FDP bereits am 6. Juni
letzten Jahres hier auf die Tagesordnung gesetzt. Der Kollege Stirböck wird da sicherlich noch gleich etwas zu sagen. Alles, was Schwarz-Grün dazu hinbekommen hat, ist hier eine zaghafte Bitte in diesem Antrag, dass die Landesregierung sich dafür einsetzen möge. Das ist alles. Und diese kleine Bitte, die Sie da reingemogelt haben, macht Ihren Antrag überhaupt nur zu einem Antrag, weil alles andere hier nur den Charakter eines Entschließungsantrags hat, von dem, was Sie hier vorlegen. Für den Punkt 5 müssen Sie sogar noch weiter in die Vergangenheit zurückreisen, um sich zu loben, bis ins Jahr 2018. Man kommt sich ein bisschen vor wie Marty McFly, wenn man Ihren Antrag liest. Punkt 6, der hessische Green Bond. Darüber haben wir hier am 17. Juni letzten Jahres gesprochen. Da dieser ganze Antrag auch hier eine einzige Wiederholung ist, will ich Sie nicht damit langweilen, dass ich meine Argumente von vor einem halben Jahr auch noch einmal wiederhole. Ich verweise einfach auf das Plenarprotokoll, das im öffentlichen Landtagsinformationssystem zu finden ist, vom 17. Juni. Meine Damen und Herren, Schwarz-Grün betreibt hier mit diesem Antrag ein finanzpolitisches Greenwashing ihrer Politik. Dabei gibt es doch in der Tat genug positive Aspekte bei der Entwicklung des Finanzplatzes, die man aber nicht nur einfach benennen und dann schnell für sich vereinnahmen sollte. Vielmehr sollte man eine klug agierende Landesregierung hier die positiven Entwicklungen aufgreifen und daraus Lehren und Handlungsoptionen für die offenen Herausforderungen beim Finanzplatz ziehen. Aber dazu fehlt dieser Landesregierung offenbar Kraft und Fantasie. Für uns als SPD-Fraktion ist Frankfurt ein wichtiger Finanzplatz, den es auch entsprechend zu fördern gilt, mit einem Antrag, der bloß den Status quo bejubelt, ohne auf die Defizite hinzuweisen und ohne zu beschreiben, wie man den Standort für die zukünftigen Herausforderungen stärken will, tut man den Akteuren jedoch keinen Gefallen. Der Finanzplatz hat mehr verdient als diesen lust- und leblosen Antrag. Aber einen starken Finanzplatz und eine ökologisch nachhaltige Wirtschafts- und Finanzpolitik gibt es in Hessen offenbar nur ohne Schwarz-Grün und nicht mit. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Marius Reis. Jetzt habe ich als nächste Rednerin die Kollegin Miriam Dahlke. Und danach kommt der Oliver Stirböck von der FDP. Er freut sich schon. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Marius Weiß, vielen Dank. Ich habe mich gefreut, dass du vor mir geredet hast. Da hätte ich jetzt aber auch erwartet, dass ein paar Punkte kommen, wie ihr den Finanzplatz Frankfurt gestalten wollt. Das ist aber nur ein Abarbeiten an dem Antrag ist, weil es ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Also, neulich haben Felix Martin und ich uns unterhalten darüber, was wir sagen, wenn wir im Ausland gefragt werden, wo wir herkommen. Bei mir ist das relativ einfach. Ich komme aus Frankfurt, ich wohne da immer noch da, Punkt. Aber der Kollege Felix kommt ja aus dem Werra-Meißner-Kreis. Und wir alle wissen, da ist wunderschön, aber da ist nicht Frankfurt. Trotzdem sagt er, wenn er im Ausland gefragt wird, wo kommt er her, sagt er, aus der Nähe, aus Frankfurt. Und Frankfurt ist ja aktuell sehr bekannt dafür, Europas beste Mannschaft zu haben. Müssen wir hier heute auch noch mal erwähnen. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Europacups in diesem Jahr. Und leider ist Frankfurt zurzeit auch in aller Munde wegen eines Oberbürgermeisters, der sein eigenes Wohl über das Wohl seiner Stadt stellt und letzte Woche einen sehr guten Zeitpunkt verpasst hat, zurückzutreten. Aber von diesen aktuellen Ereignissen abgesehen, ist Frankfurt natürlich am allermeisten bekannt als Manhattan, als internationales Finanzzentrum mit einer sehr beeindruckenden Skyline. Also auch wenn Felix in Nordhessen wohnt, Hessen wird einfach weltweit mit dem Finanzplatz Frankfurt, mit der Skyline in Verbindung gebracht. Und das ist auch gut so. 66.000 Menschen arbeiten in der Finanzbranche hier in der Region. Davon sind rund 3.600 Stellen nach dem Brexit-Referendum geschaffen worden. Weitere 2.500 sollen in den nächsten Jahren folgen. Der Finanzplatz Frankfurt soll weiter der Jobmotor für so viele Menschen sein und zum Wohlstand in Hessen, in Deutschland und Europa beitragen.
Deswegen ist es das Ziel der schwarz-grünen Koalition, den Finanzplatz in die Lage zu versetzen, Antworten auf zentrale internationale Zukunftsfragen zu geben. Das steht auch in unserem Antrag, Herr Weiß. Das ist die Grundlage des Handelns der Landesregierung. Und genau daran arbeitet sie seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Und ich will auf zwei Schwerpunkte dabei ganz besonders eingehen. Das sind einmal die grünen und nachhaltigen Finanzen und die kluge Nutzung der Fortschritte der Digitalisierung und was sie für Start-ups bedeuten kann. Das sind allerdings eigentlich gar keine Zukunftsthemen mehr, sondern müssen uns heute schon im Hier und Jetzt mehr denn je beschäftigen. Denn spätestens seit der Pariser Klimakonferenz ist die Bekämpfung der Klimakrise die größte langfristige Herausforderung unserer Zeit. Deutschland hat sich dem 1,5-Grad-Ziel verpflichtet. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss mehr Kapital in nachhaltige Investitionen gelenkt werden. Wir brauchen das Finanzsystem, das kann man nicht oft genug wiederholen, für den Strukturwandel. Wir brauchen das Finanzsystem, wenn wir Kapital gezielt in den grünen Wandel lenken wollen. Und es gibt mittlerweile viele, die grün und nachhaltig investieren wollen, weil sie wissen, dass es Risiken gibt, und ich sage ganz ausdrücklich finanzielle Risiken. Ja, wenn man klimaschädliche Investitionen in Euro messbar machen will, ja, ohne Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, gibt es keinen wirtschaftlichen Erfolg. Man kann nicht Ökologie und Ökonomie trennen, sondern das gehört zusammen. Deswegen, ohne das Finanzsystem können wir dieses 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Und daran arbeitet die Landesregierung, dass der Finanzplatz Frankfurt hier Antworten auf diese wichtige Frage geben kann. Und da komme ich jetzt auch gerne noch einmal auf den Begriff Ökosystem zurück, Marius Weiß. Es ist traurig, wie wenig die SPD weiß über Fachbegriffe. Also Ökologie kommt, also der Begriff Ökosystem kommt aus der Ökologie, das ist richtig, aber schon 1993 wurde er das erste Mal in dem Kontext von Wirtschaft verwendet. Da gab es einen Aufsatz zu, der hieß Predators and Prey, a new ecology of competition. Und das ist überhaupt kein Fremdwort, sondern das ist ein sehr bekannter Begriff, wenn man sich in den Wirtschaftswissenschaften auskennt, lieber Kollege Weiß. Und Ökosystem aufbauen, das bedeutet konkret, die Landesregierung arbeitet an einer innovationsfreundlichen Umgebung, wo durch einen gegenseitigen Austausch das Zusammenkommen der Institutionen und ihrer klugen Köpfe, die natürlich auch dazugehören, Expertise gebündelt werden, und dann können eben so Lösungen entstehen. Das bedeutet Ökosystem in dem Kontext, und ich freue mich, dass ich da noch einmal zur Aufklärung beitragen konnte. Ja, und jetzt komme ich zum International Sustainability Standards Board. Das ist ein sehr großer Erfolg für unseren Green and Sustainable Finance Standort. Denn so werden jetzt in Zukunft Standards für nachhaltigkeitsbezogene Angaben für Unternehmen direkt aus Frankfurt erarbeitet. Wir bekämpfen damit Transparenz und Vergleichbarkeit und Transparenz und Vergleichbarkeit voranbringen und Greenwashing bekämpfen. Und ich finde, man kann auch einfach mal anerkennen, verehrter Herr Weiß, dass der Finanzplatz Frankfurt ein sehr attraktiver Standort für Sustainable Finance ist und dass dies auch durch die Ansiedlung von so neuen Projekten wie dem ISSB objektiv bestätigt wird. Wir haben eben schon gesagt, die zweite wichtige große Zukunftsfrage, an der unsere Ministerien, allem voran Wirtschaftsministerium und Finanzministerium, arbeiten, ist die Frage, wie können Daten klug und datenschutzkonform genutzt werden für Wirtschaft, für Wissenschaft, für Gesellschaft. Hessen leistet hier zum Beispiel mit dem Financial Big Data Cluster Pionierarbeit, wo Daten aus unterschiedlichen Pools standardisiert und zusammengeführt werden und so nutzbar gemacht werden für eben Wissenschaft, für Wirtschaft, für Gesellschaft. Und ich finde, hier schließt sich auch der Kreis zur Transformation der Realwirtschaft. Ich habe in den letzten Wochen einige Gespräche mit Finanzinstitutionen geführt, und einer der meistgenannten Punkte für das Voranbringen der Transformation war, dass man eben Zugriff braucht auf Daten, um dann transparente Entscheidungsgrundlagen zu haben, um die Transformation voranzubringen. Und genau daran arbeiten wir auch mit dem Financial Big Data Cluster. Und die Landesregierung arbeitet natürlich auch intensiv daran, ein gutes Umfeld für junge und mutige Unternehmen zu schaffen. Da haben wir zum Beispiel den Future Radio Growth Fund. Da werden junge Unternehmen in ihren Wachstumsphasen mit Kapitalbeteiligungen unterstützt.
Wir hatten ja auch den Punkt, warum ist Frankfurt-Rhein-Main so eine erfolgreiche dynamische Gründungsregion, gehört zu den Top 30. Das ist ein Punkt. Und aber auch die neuen Projekte, SAFE, FBCD und Eurodat, die können echte Gamechanger werden für die Fintechs in der Rhein-Main-Region. Da sind wir sehr, sehr froh drüber. Und jetzt noch einmal der Punkt Geldwäschebehörde. Wir finden es sehr erfreulich und auch notwendig, dass die EU letzten Juli ein Paket vorgelegt hat, damit intensiver und länderübergreifend gegen Geldwäsche vorgegangen werden kann und gegen Terrorismusfinanzierung. Frankfurt wäre aus unserer Sicht, und da sind wir uns hier ja auch einig, ein super Standort für diese neue Geldwäschebehörde. Und aktuell führen ja schon ganz viele VertreterInnen der Landesregierung auch Gespräche in Brüssel, aber auch hier bei uns, um für unseren Standort zu werben. Es wäre sehr praktisch für diese neue Behörde, sich in Frankfurt anzusiedeln. Man hätte den direkten Anschluss an die anderen europäischen Behörden, die hier ansässigen Finanzinstitute natürlich. Aber, und das ist eben ganz wichtig, die Rhein-Main-Region überzeugt auch bei den weichen Standortfaktoren. Ja, da wäre zum Beispiel der große Frankfurter Bogen als ein Projekt zu nennen oder das Schienennetz für nachhaltige Mobilität. Den Spatenstich für die Regionaltangente West haben wir ja erst letzte Woche zusammen gefeiert. Und auch für die Kinder gibt es hier eine sehr gute Bildungsangebote, 30 Schulen mit internationaler Ausrichtung und natürlich auch die Europäische Schule in Frankfurt. Die wird so großartig nachgefragt, dass sie aus allen Nähten platzt. Zur Stärkung und auch ehrlicherweise zur notwendigen Stärkung unserer Bewerbungsposition. Da für diese neue Geldwäschebehörde wäre es schon notwendig, dass in Frankfurt vor allem die Schuldezernentin auch noch mal ein bisschen mehr sich anstrengt, dass wir da endlich einen guten Standort finden, damit wir der Europäischen Schule auch zusagen können, dass sie einen angemessenen Standort hat, was wir brauchen für die Ansiedlung der Geldwäschebehörde. Und wie gut die Lebensqualität in Rhein-Main, in Frankfurt ist, das belegt zum Beispiel auch das internationale Städte-Ranking European Cities and Regions of the Future. Das hat die FDI Intelligence, eine Tochter von Financial Times, veröffentlicht dieses Jahr. Das ist auch nichts, was von 2018 ist oder 2017 oder irgendwann, sondern es ist von 2022. Da hat Frankfurt wiederholt den ersten Platz belegt in der Kategorie Major Cities ab 500.000 EinwohnerInnen. Die haben da sich Faktoren angeguckt wie Wirtschaftskraft, Personal, Lebensqualität, Infrastruktur, Unternehmerfreundlichkeit. Und hier haben wir den ersten Platz gemacht. Deswegen finde ich, man sollte nicht das Haar in der Suppe suchen, sondern einfach sich freuen, dass Hessen so gut dasteht und gemeinsam daran weiterarbeiten, dass der Finanzplatz Frankfurt den Herausforderungen der Zukunft gut begegnen kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Dahlke. Das Wort hat jetzt der Abg. Oliver Stirböck, Freie Demokraten, Offenbach-Stadt. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach Ihren Reden bzw. auch nach Lektüre dieses Jubelantrags müsste man eigentlich denken, alles rund um den Finanzplatz Frankfurt ist richtig gut, ist richtig toll, da geht nicht mehr. Aber leider ist die Lage eine andere. In allen Indizes, in nahezu allen Indizes geht es nicht bergauf, in nahezu allen Indizes geht es bergab, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb wird es mal an der Zeit, die Strategie der Hessischen Landesregierung zum Finanzplatz Frankfurt zu hinterfragen. Die Strategie der Hessischen Landesregierung fußte in den letzten Jahren nach meiner Bewertung auf zwei Säulen. Erste Säule, den Brexit zu nutzen, um Unternehmen der Finanzindustrie, der Finanzbranche hier anzusiedeln. Hier hat es den einen oder anderen Erfolg gegeben, aber insgesamt hat der Finanzplatz Frankfurt weniger profitiert, als man das selbst erhofft hatte. Statt die Zahlen schön zu reden, wäre es vielleicht jetzt mal Zeit für eine ehrliche Analyse. In Berlin war die Erkenntnis, dass der Finanzplatz Deutschlands Frankfurt ist, lange nicht sonderlich ausgeprägt. Da hat man, was weiß ich, Stuttgart für den Finanzplatz teilweise gehalten, München für den Finanzplatz gehalten. Die Erkenntnis,
dass Frankfurt der zentrale Finanzplatz Deutschlands ist, war nicht sonderlich ausgeprägt. Zweitens, es gab keine nachhaltige, konzentrierte hessische Ansiedlungsstrategie, sondern eigentlich nur ein paar PR-Terminchen. Es fehlte vor allen Dingen eine gemeinsame Strategie von Bundesregierung und Landesregierung, die alle Akteure des Finanzplatzes zusammengebracht hätte. Im Ergebnis sind die Gewinner des Brexits eher Paris, Amsterdam und Dublin als Frankfurt. Und das muss man auch an dieser Stelle hier mal so feststellen. Ursprünglich ging die Helabar zum Beispiel von 8.500 neuen Arbeitsplätzen im Zuge des Brexit aus. Rund 3.500 sind es bisher geworden. Das Handelsblatt schrieb vor wenigen Wochen, der Brexit-Bonus Frankfurt scheint bereits zu verpuffen. Und im wichtigen Global Financial Centers Index landete Frankfurt im Vorjahr noch auf Platz 9. Der Kollege Marius Weiß hat es zitiert. Im März war es nur noch Rang 16. Und der Grund dafür ist, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit Frankfurts in zentralen Kategorien merklich verschlechtert hat. Das ist ein sehr, sehr schlechter Zeitpunkt für Ihren Jubelantrag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber heute ist nicht aller Tage Abend. Finanzplätze entwickeln sich. Auch London hat Jahrzehnte gebraucht, um seine jetzige Stellung sich zu erarbeiten. Und noch längst alle Brexit-Folgen sind noch längst nicht jetzt sichtbar. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt die richtigen Maßnahmen treffen, um die Finanzmarktakteure zu bewegen, hier in Frankfurt neue Stellen aufzubauen und nicht anderswo auf dem europäischen Kontinent. Die zweite Säule Ihrer Strategie war die Ansiedlung von Fintechs. Frankfurt soll, hat der Wirtschaftsminister erklärt, Tarek Al-Wazir, zum führenden Fintech-Standort Kontinentaleuropas werden. Das war 2016. Heute ist die Situation so, dass die Frankfurt bei den Fintechs eher mit Budapest oder Bukarest als mit London, Paris, Berlin oder Amsterdam konkurriert. Und in Ihrem eigenen Antrag feiern Sie das letztlich sogar noch als Erfolg, denn Frau Kollegin Dahlke hat es ja auch zitiert, denn dort so heißt es so wörtlich, so wird die Region Frankfurt-Rhein-Main im internationalen Start-up Genome Report unter den 30 der dynamischsten Gründungsregionen für Fintechs aufgeführt. Unter den Top 30, nichts mehr Nummer 1 in Kontinentaleuropa. Das beschreibt die Wirklichkeit, das totale Scheitern der Ziele des hessischen Wirtschaftsministers. Zu oft sind die Worte wohlfeil, die Fakten aber andere. Das Ernst & Young Start-up Barometer 2021 arbeitet heraus, Berliner Start-ups konnten in Finanzierungsrunden über 4 Milliarden Euro einwerben. Bayern folgt mit 2,5 Milliarden. Hessen liegt auf Platz 6 mit lediglich 128 Millionen Euro. In der Comdirect-Fintech-Studie ist Frankfurt auf Platz 4 noch hinter Hamburg abgerutscht. Ihre Strategie ist komplett gescheitert. Und deshalb versuchen Sie jetzt, Ihre gescheiterte Strategie mit etwas Greenwashing aufzupimpen. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Es gibt in der Finanzmarktszene auch manche, die ESG, die Sustainable Finance, für einen Hype halten. Das sehe ich anders. Ich glaube, wir brauchen privates Geld. Wir brauchen den Finanzmarkt, um Klimaschutz voranzubringen. Der Ansiedlung des ISSB ist eine gute Sache, auch nach zahlreichen Rückschlägen, die es gab, und ein Erfolg für den Finanzplatz. Aber Frankfurt wirklich zu einem führenden Standort für Sustainable Finance auszubauen, wie es der Antrag der Koalition formuliert, das wird nicht im Schlafwagen funktionieren. Denn wenn wir ehrlich sind, dann haben Frankfurt und die Niederlande etwa ein Jahr Vorsprung in Sachen Nachhaltigkeit. Auch weil der Staat sich in beiden Ländern das Thema früher zu eigen gemacht hat, räumt ein Frankfurter Spitzenbanker laut Handelsblatt ein. Und die britische Beratung CYN veröffentlicht regelmäßig Umfragen zu Finanzzentren in Sachen Nachhaltigkeit. Und in der jüngsten Rangliste liegt weltweit Amsterdam an der Spitze, gefolgt von Zürich und London. Paris folgt auf Platz 11. Frankfurt ist unter den Top 20 Städten für nachhaltiges Banking und grüne Investments nicht vertreten. Deshalb wäre es grundfalsch, sich auf der Ansiedlung des ISSB-Boards auszuruhen, wie die das so zu scheinen machen. Was müssen wir also tun, um den Finanzplatz voranzubringen? Frau Kollegin Dahlke hat angemahnt, wir sollen mal Vorschläge
machen. Also Greenwashing alleine reicht nicht, um die Rahmenbedingungen zu verbessern. Es ist sicherlich richtig, den Geist der ISSB-Ansiedlung weiterzuleben, weil es erstmals war, dass die entscheidenden Akteure am Finanzplatz, Landesregierung und Bundesregierung, wirklich konsequent an einem Strang gezogen haben. Das müssen wir fortsetzen. Zweitens. Wir müssen das Goldplating, die Übererfüllung europäischer Standards angehen. Gut gemeinte Überbürokratisierung ist gerade auch für die kleineren Banken, für die Privatbanken schwer zu wuppen. Da braucht es eine Initiative auch Hessens gegen Goldplating. Drittens. Der Finanzplatz Frankfurt wird digital sein oder er wird nicht sein. Die Regulierung muss auf der digitalen Höhe brauchen. Wir unterstützen ausdrücklich das Financial Big Data Cluster, aber das alleine reicht nicht. Wir brauchen Open Finance, offene Schnittstellen. Es muss die offenen Schnittstellen mit gleichen Standards geben. Da geht es auch ganz stark um Interoperabilität. Viertens. Wir brauchen einen stabilen, sicheren digitalen Euro, der zu geringen Kosten genutzt werden kann. Das steigert auch die globale Attraktivität der europäischen Währung und stärkt den Finanzplatz. Fünftens. Wir müssen die Banken- und Kapitalmarktunion voranbringen. Der digitale Finanzplatz ist auch ein vernetzter Finanzplatz. Auch wenn die Transformationsfinanzierung große Chancen für den Bankensektor bietet, ist sie sicherlich nicht allein über Bankkredite zu bewältigen. Vielmehr braucht es insgesamt ein leistungsfähiges Finanzsystem und die Mittel dorthin zu leiten, wo sie benötigt werden. Das schließt die nötige Infrastruktur für den Zugang zu einem attraktiven Finanzökosystem ein. Deswegen teilen wir auch Ihre Position zum Thema Euroclearing. Sechstens. Wir müssen in Hessen und Deutschland unsere Hausaufgaben machen, damit Frankfurt zum Ankerfinanzplatz der Europäischen Union wird. Es geht darum, großvolumige Anlagemöglichkeiten für institutionelle Anleger zu schaffen, die steuerliche Berücksichtigung von Verlusten zu verbessern, Investments sofort steuerlich geltend machen zu lassen und die Bankenabgabe als Betriebsausgabe steuerlich abziehbar zu machen. Siebtens. Wir sollten die Auslandsbanken stärker in den Fokus rücken. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Finanzplatzes Frankfurt. Auslandsbanken müssen wir als Inlandsbanken sehen. Achtens. Das Tech-Quartier war ein richtiger Schritt. Es funktioniert aber nicht wie gewünscht. Es ist eher so eine Art Coworking-Space. Gerade im Hinblick auf Sustainable Finance braucht es einen Neuanfang, der die Finanzierung von Start-ups stärker in den Vordergrund rückt. Neuntens. Wir müssen die weichen Standortfaktoren stärken. Ein internationaler Finanzplatz braucht auch Kultur und Schulen auf internationalem Niveau. Und zehntens. Natürlich braucht ein Finanzplatz wie Frankfurt auch einen Oberbürgermeister auf internationalem Niveau. Der hat das in letzter Zeit nicht bewiesen. Ein Offenbacher Oberbürgermeister wäre vielleicht auch mal ganz gut für Frankfurt. Da haben Sie recht, Herr Kollege Hahn. Aber insgesamt ist es wichtig, dass ein Oberbürgermeister für den Finanzplatz steht und nicht mit dem Finanzplatz fremdelt. Frankfurt hat das Zeug dazu, im europäischen Kontext ein global relevanter Finanzplatz zu sein. Wir haben immer noch eine vergleichsweise starke Realwirtschaft in Deutschland. Aber wir müssen in Deutschland lernen, zum Finanzplatz Frankfurt zu stehen, nicht mit ihm zu fremdeln und in Europa für einen einheitlichen und digitalen Rechtsrahmen zu kämpfen. Darauf kommt es an. Sustainable Finance ist ein Beitrag, ist ein wichtiger Beitrag, ist aber nicht der entscheidende Beitrag und sicherlich nicht der Heilsbringer. Greenwashing à la Schwarz-Grün führt in die Irre. Herzlichen Dank.